Na, die beiden waren ein glamouröses Paar. So habe ich sie gesehen. Sie lief in dieser roten Lederjacke rum. Sie hatten sich diese Bao-Buttons angesteckt. Sie waren ja ein schönes Paar, ganz einfach. Das lebten sie auch, das agierten sie auch aus. Sie hatten eine gewisse Ausstrahlung, wenn man so will, auch erotischer Art. Und gleichzeitig hatten sie diese Leibgarde dieser Fürsorgezöglinge, der Staffelberger, wie es hier hieß, aus dem Fürsorgeheim in Staffelberg. Und die hier in die Szene eingesickert waren oder hier hereingeholt worden waren in einer großen Befreiungsaktion. Mit denen schulten sie das Rote Buch von Mao, also richtig eine Rekrutenschulung. Ja, und so bewegten sie sich in dieser Szene, in der ja jetzt lauter Häuptlinge, neue Häuptlinge entstanden. Das war ja eben nicht mehr der alte SDS, nicht mehr die alte Studentenbewegung, das war eine zerfallende Bewegung in x verschiedene Richtungen und sie waren ja Anführer, Häuptlinge eben einer Gruppe, die diese Randgruppenarbeit machte, wie das so genannt wurde. Und das in einer besonders militanten Art und Weise, also mit viel Action, mit Provokationen. Sie sammelten Geld ein von liberalen Scheißern, die aber irgendwie den guten sozialen Zweck, den das nun erstmal zu haben schien, unterstützten. Es gab ja diesen berühmten weißen Mercedes. Ich selber habe ihn nicht gesehen. Man wohnte ja oft in Villen und großen alten Wohnungen. Das gehörte ja auch ein bisschen zum Charme der Bewegung, dass im Zuge dieser Stadtumbauten ja gerade oft sehr schöne alte villenartige Häuser Studenten überlassen wurden. Zur Zwischenvermietung, dann hoffte man sie abzureißen, was dann eben oft nicht klappte, weil sie dann besetzt wurden. Aber davon war da noch nicht die Rede.